Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein leckeres veganes Kuchenrezept für euch, und zwar für einen veganen Marmorkuchen. Wir benötigen dafür 300 Gramm Weizenmehl oder Dinkelmehl, 170 Gramm Zucker, 35 Gramm Speisestärke, ein ganzes Päckchen Backpulver und eine Prise Salz, außerdem einen Teelöffel Vanilleextrakt, den Saft einer halben Zitrone, 160 ml Sonnenblumenöl, 300 ml Haferdrink, ihr könnt auch 300 ml Sojadrink nehmen, und 3 Esslöffel Backkakao. Das wären alle Zutaten. Außerdem benötigen wir noch eine Kastenform. Ihr könnt natürlich auch jede andere Gugelhupfform zum Beispiel verwenden. Ja, dann können wir auch schon loslegen. Den Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Hier habe ich meine Rührschüssel. Da geben wir zuallererst die trockenen Zutaten hinein und dann die feuchten. Das bedeutet 300 Gramm Weizenmehl, 'Der Marmorkuchen geht sehr, sehr einfach und eigentlich auch sehr schnell. Wie gesagt, ihr müsst den Ofen vorheizen. In der Zeit könnt ihr jetzt den Teig machen. Und dann kann das Ganze eigentlich auch schon in den Ofen. So, wie gesagt, 300 Gramm Weizenmehl oder auch Dinkelmehl könnt ihr nehmen. Ein ganzes Päckchen Backpulver. Eine Prise Salz. 170 Gramm Zucker, 35 Gramm Speisestärke. Dazu geben wir jetzt den einen Teelöffel Vanilleextrakt. Beziehungsweise 60 ml natürlich Sonnenblumenöl. Und die 300 ml Haferdrink. Oder eben Sojadrink, wenn ihr lieber Sojadrink verwenden möchtet. So. Wir haben fast alles. Zu guter Letzt werde ich jetzt die halbe, den Saft der halben Zitrone noch. So, genau, den werde ich noch dazugeben. Natürlich ohne Kerne. Ich habe jetzt hier Glück, dass die fast kernlos ist. So, das war auch schon alles. Jetzt können wir das Ganze gut verrühren. Ihr könnt natürlich auch eine Küchenmaschine verwenden. Ich mache das immer mit dem Schneebesen, da das genauso schnell geht. Muss halt nur ein glatter Teig sein, also ohne Brocken. Und genau, dann können wir auch schon unsere Backform einfetten. Und zwar verwende ich dann nur ein wenig Sonnenblumenöl und streiche das Ganze jetzt mit etwas Küchentuch eben ein. Ihr könnt auch einen Pinsel verwenden. Dann haben wir das auch schon. Ich habe jetzt meinen Teig zu Ende gerührt und die Hälfte des Teiges hier in meine Kastenform gegeben. Zu der anderen Hälfte, die hier noch drin ist, geben wir 3 Esslöffel Backkakao. Unbedingt Backkakao nehmen, also keine fertige Kakao-Mischung. Ich muss die Packung nur kurz noch ein bisschen weiter öffnen, das ist zu klein. So.
Und dazu noch weitere 5 Esslöffel Sonnenblumenöl. So, das war jetzt auch schon alles. Das Ganze werden wir jetzt wieder verrühren. Wie gesagt, entweder mit einer Küchenmaschine. Ich mache das jetzt einfach mit dem Esslöffel schnell. Und diese Masse geben wir dann auf den anderen Kuchenteig noch drauf und rühren das Ganze mit einer Gabel unter. Ich glaube, das kann jeder so weit, dass es eben die Marmorkuchenstruktur gibt. Und dann kommt der Kuchen für ca. 50 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Da müsst ihr am Ende einfach die Stäbchenprobe mitmachen. Ja, ihr Lieben, mein Marmorkuchen ist jetzt draußen. Der war genau 52 Minuten im Backofen. Ich habe ihn abkühlen lassen, aus der Form genommen. So sieht der Ganze aus. Ich habe ihn auch schon angeschnitten. Und jetzt werde ich den noch, wenn er komplett abgekühlt ist, der ist noch nicht komplett abgekühlt, deswegen war ich hier ein bisschen vorsichtig, weil er sonst bröckelt. Ich kann euch das auch mal kurz zeigen. Jetzt werde ich den mit Puderzucker noch bestäuben. Und ja, wenn der jetzt so 2-3 Stunden abgekühlt ist, wieder fest geworden ist, dann kann man den auch schon anschneiden und servieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Folgt mir gerne auf Instagram, der Link ist unten in der Infobox. Und lasst mir sehr gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.